Dislikes meinst, nicht Klick. Sagst du bitte kurz vorher, bevor du die Kamera auf mich drehst, okay? Mhm. Dann dreh ich auf. Was sonst? Ich nehme jetzt. Genau, dann lock ich den aus und dann drehst du wieder weg. Ich dann hab ich nur mit Alex passt, okay? Jetzt? Ich hab dich vermisst schon. Ja. Stupid, du was ich bin los, kannst du denn nicht Handschuhe mit Klettverschluss kaufen? Ich glaube, der muss aufs Klo. Jetzt geht's mal gut. Wir sind jetzt hier am Flughafen Wien-Stuttgart. Der Michel kämpft am Samstag bei der EMC in Düsseldorf. Ja, so kämpfen sie wie Fliegen. Eigentlich ist Fliegen ist völlig abgefahren. Da sitzt in so einem Metallvogel. Der fliegt mit explodierendem Benzin und stürzt nur selten ab, obwohl es wirklich abgefreakt ist. Weil da hoffentlich nicht. Und dann sitzt man, und wenn man aber ein paar Mal geflogen ist, ist eigentlich immer, wenn man Zug fährt oder Autobus, du setzt dich rein, es fährt, vielleicht kriegst du ein Getränk und dann landest du und denkst dir, oh, das hätte schneller gehen können. Du kämpfst auch nicht so, aber erstmal, wo du reingehst, erinnerst du dich gar nicht, weil es oh, ja, weil es so schnell ist, ja. Ja, und du bist so, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann beim 10. Mal bist du schon so, okay, hier, Jab, Kick, Bam, bist schon voll abgebrüllt dann. Gibt es gestern ein Flug? Snacks, ja. Snacks? Darf ich dir einen Muffin haben? Sicher, Bruder, du hast immer vier kriegst du. Und sein Gegner ist ein guter Ringer. Ja, wir sind super vorbereitet. Und ja, wir können uns jetzt weiter verfolgen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen, danke. Was denn jetzt? Cut! Los, Mario! Ich kann nichts mehr, Bruder. Das ist die 10. Runde schon. Nein! Das ist Chip. Tango! Das ist hier Bullshit, Bruder. Von ganz hier. Verschoben jetzt auf Gott sei Dank, glaube ich, nur eine halbe Stunde später. Ist zwar uranstrengend, ich glaube, über für Michel, wenn man 8, ich glaube 10 Kilo cuttet er normal. Aber er ist in guter Verfassung, halbe Stunde, damit kann man noch gut leben. Also ich würde schon auszucken, wie eine Diva. Ich hoffe, du hast uns ein geiles Auto gemietet. Ich habe uns kein schlechtes Auto gemietet. Ohne Scheiß. Schau, es ist so, danke Monkeys Fans, dass ihr fleißig Merch kauft und abonniert und klickt und so. Weil deswegen konnten wir uns auf Markus Nacken einfach ein schönes Mietauto nehmen und nicht das billigste. Der Audi? Danke Monkeys Fans. Hallo! Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr anzahlt, dann können wir nächstes Mal ein richtig geiles nehmen, okay? Also schon ordentlich hier klicken, weiterempfehlen. Markus, danke. Er weiß noch nichts davon, aber er wird es dann sehen, wenn er das Video schneidet. Wusstest du, Audi ist ein Jugo-Auto? Wir haben da ein paar technische Probleme, aber unser Riesch löst die gerade. Nein, Spaß, wir haben gar kein Airbnb gemietet. Marco, wir schlafen im Auto. Okay, ich habe das ganze Geld von Audi rausgehauen. Jetzt in der Kampfrunde ist einfach wirklich alles so
Und ich habe richtig gemerkt, dass die, wenn du alles machst, was du machen sollst und die Arbeit reinsteckst, dann kriegst du es auch. Das sagt der Roberto auch. Also, ich mach das, wovon Michelle nur träumen kann. Ich habe mir eine Pizza bestellt. Eine Ninja Turtle Pizza, eine Quattro Formaggi. Zwar habe ich bei der Bestellung nicht auf die Größe geschaut und habe eine Mini-Pizza bekommen, aber es passt schon, wir müssen aufs Gewicht schauen. Das Geräusch, was ihr im Hintergrund hört, da putze ich gerade die Zähne, geht dehnen und schlafen, während ich das hier esse. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Mahlzeit, Taco. Dankeschön. Was geht ab bei den Mixed Martial Monkeys? Endlich, weil Markus seit 3 Wochen keine Kamera in der Hand hat. Ich weiß, aber oder? Sie wollen noch. Habe ich schon wieder den Arsch verkauft? Ja, das auch oder? Schon wieder, oder? Ja, wir haben wieder ein Musikvideo mit Schwabo Attack. Und er hat gesagt, nimm ein paar Berge mit. Da schau er ein paar im Hintergrund. Meine 2 Berge, die Rajins Brüder. Ich weiß eigentlich nicht, was du hier verloren hast. Jetzt zeig mir Darko für den Blog, für unsere 30 Tage, wie man sich bandagiert, weil. Nach 14 Tagen? Nach 14 Tagen, er wollte mir das nicht zeigen, weil es zu lang dauert. Aber hast du gerade. Ich musste die ganze Zeit ohne. Ja, es dauert schon scheiße. Und jetzt noch die andere Hand und Training ist vorbei. Ja, aber man müsste sich bandagieren vorm Aufwärmen. Hey. Na, ich kann es schon in 2. Oder geht das vorm Aufwärmen? Minute. Schreibt uns in den Kommentaren. Würdet ihr euch vor dem Aufwärmen bandagieren oder nicht? Ich bin halt der kleine Bär. Weißt du, ich bin halt. Ja. Aber ich bin auch groß. Na, bist du nicht. Bist du nicht. Bist du, ich kann mich erinnern, am Anfang kein Trainer zeigt nur einmal so. Ich glaube, das merkst du dir. Ich bin am Arsch. Machst du jetzt echt eine Raucherpause? Ja, er hat gesagt, Pause wieder. Boah, ich komme hier, hakel Uhr den ganzen Tag, streng die Uhr an. Bruder, sag ja nichts Falsches, okay? Sag ja nichts Falsches. Videodreh erfolgreich. 9.7. Schwabortag featuring Juice und Napoleon. Die Jungs haben gesagt, ihre Gage sollst du mir dann geben. Ja, passt, das werde ich tun. In Schlägen. Sorry, Markus, das war nicht so gemein. Ich wollte noch cool sein vor den Leuten. Warte Montag auf der Matte. Entschuldigung, aber wissen Sie, Gewalt ist keine Lösung. Ich habe das erfunden. Keiner kann euch ausnutzen, wenn ihr nutzlos seid, Frank. I know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro, yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text, she wanna eat me like candy. Run up the racks, track me, I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags, ballin' like Dink Fax, told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny. Remember way back, she was loving. These bitches nigga can't cover. I got 4 off the one top. I remember. Remember I was on dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chill. Surfing rock in the parking lot, mommy. Keiner kann euch ausputzen. Yo,
Liebe Monkey Gang, nach mehreren Wochen sind wir endlich wieder zurück mit neuem Content. Schande über mein Haupt. Danke an alle, die dabei geblieben sind. Euch erwarten jetzt wieder regelmäßige Vlogs, andere Videos, Merch und Streaming. Wir streamen seit einiger Zeit auf Twitch und zu diesem Zweck hat uns die Firma Elgato ein Paket zukommen lassen. Das ist einmal Camlink. Damit könnt ihr jede Kamera zu einer Webcam machen. Steigert enorm die Qualität. Und das zweite coole Teil, das wir in dem Paket gefunden haben, war ein Keylight. Keylight ist ein Scheinwerfer, welcher hauptsächlich zum Streaming gedacht ist. Super einfach zu bedienen, super schöne Lichtqualität. Man kann es einfach über den Rechner oder über das Smartphone bedienen. Farben ändern, Intensität. Also richtig cool. Danke, danke, danke Elgato für das Paket. Haben uns mega gefreut. Eigentlich ist es gedacht zum Streamen, aber ihr wisst, der Mix Marshall Monkey ist immer alles ein bisschen anders. Ich habe mir den Scheinwerfer geschnappt und habe auch ein paar andere Aufnahmen gemacht. Trainingsaufnahmen, Interviewaufnahmen von unserem Abi Meschidov. Hat auch da ganz gut funktioniert. Und ja, ist ein cooles Ding. Dankeschön. So, jetzt höre ich auf zum Quatschen. Der Vlog geht weiter. Tschüss, Freunde. Das ist unser erster Durchgang. Unsere Mumie ist dazugelegt, um nachzuschwitzen. Alles gut, Michelle? Alles super. Super. Immer das Schwierigste, was ein Kämpfer durchmacht. Na, das Schwierigste ist für ihn. Oder er ist unmüde bis in der dritten Runde, nach der Trainer schreit, gib noch Gas, hol die Runde, das ist auch schon. Ah, ja. Da müssen wir jetzt nichts machen, also ich will einfach nur überstehen. Du musst nicht nachdenken, du musst nicht irgendwie eine Taktik finden, du musst nicht was umsetzen, du musst einfach nur die Goschen halten und reingehen. Okay. Nicht, es ist nicht angenehm, aber du siehst eben, was ich mache, sagst du, nein, ich mach's nicht. Okay. Ab zur Abwaage. Ich bin ein bisschen misstrauisch, weil es war fast zu angenehm. Viel zu angenehm, gell, das Gewicht? War fast zu angenehm. Was haben wir gebraucht? 4 Kilo in? 2 Stunden. 2 Stunden, 4 Kilo, easy. Aber easy. Ohne Leiden, das war human. Taco hat mich einpackt. Wie bei Amazon. Also ein paar spekuliere ich hin auf Bantamweight dort, dass da was passieren kann. Das ist ja richtig, richtig fette Show dort. Und vom Gewicht, weißt du, bin ich gerade auf mit der Ernährung zwischen 70 und 71, was ich normalerweise erst, wenn ich einen Kampf habe oder so, jetzt laufe ich normal damit herum und fühle mich richtig gut. Wie schwer ist es, mit Darko zu arbeiten? Ja, es ist schon eine Herausforderung. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich geht es mega einfach. Je jünger die Leute sind, desto besser kannst du mit ihnen am Mindset arbeiten, weil sie einfach noch nicht so lange über ihr Leben geprägt sind. Echt gut gemacht. Ja. Und die anderen spüren das auch im Training, oder? Die spüren das im Training, aber weißt wie, oder? Also ich helfe Menschen, Sportlern, Karriereleuten dabei, ihre Emotionen besser unter Kontrolle zu haben, indem wir gemeinsam ihr Unterbewusstsein transformieren und dadurch sind sie einfach erfolgreicher im Sport, in der Ernährung, im Business. Ich finde es leimend einfach. Es funktioniert, es ist cool, es motiviert mich, es macht mich im Leben glücklicher. Das Training macht 10-mal mehr Spaß. Jeder hat ein Kämpferherz und ein Kämpfergeist und so, aber der wird auch mal müde, Alter. Der wird auch mal schlapp, Alter. Den musst du frisch halten und auch mal stärken. Und ja. Weil das einfach alles mental gesteuert wird und wenn du dort im Mindset einfach bestimmte Dinge drehst und veränderst, sind die Leute automatisch erfolgreicher. Was man ja jetzt in den letzten 2 Monaten auch schon bei Darko gut beobachten kann. Ich entwickle mich wirklich in allen Aspekten. Boah, ich freue mich schon, wenn ich einen Kampf habe. Ich schwör's dir, die Leute werden einen neuen Darko sehen, Alter. Wirklich. Ah! Ja, Mann. Voll, Alter. Ich spüre es eh und ich lasse es alle anderen spüren, Alter. Alle anderen. Markus? Allen anderen weh. Ja, allen, Alter. Nur Markus war noch nicht mit mir auf der Matte. Du wirst dich noch wundern. Ich möchte dein Mindset nicht wieder brechen. Na, das kannst du nicht brechen. Pass auf, dass du da nichts brichst. Ah!
Erste ist wie Urschränke. Mir macht es am meisten Spaß, sich zu prügeln. Das erste Mal mit dem Henry jetzt Sparring gemacht. Gut, geil. Tausch mal. Henry muss nur ein bisschen fitter werden, weil er hat genau Luft für 3 Minuten, aber in den 3 Minuten spart er nicht, gibt Vollgas und das taugt mir halt was. Ich prügel mich mit allen gern. Hauptsache, es gibt ein paar auf die Pappen. Super Typ, super unangenehm zum Boxen, weil er wechselt die Auslagen. Super. Egal in welches Stüm ich komme, es ist immer der Schober, der putzt. Ja, ich hab das gelernt. Ich bin professionelle Putzkraft, ausgebildeter Diplom-Ingenieur. Das sauber machen. Entweder mit depperen Leuten oder mit dreckigen Matten. Ich mache alles sauber. Zeit ist Geld, oder bei ihm. Wieso filmst du mich weiter? Einfach so, weil ich süß bin. Was soll ich jetzt sagen?